kriege immer wieder die Frage rein, was kann dieses US-Feldgeschirr aus Edelstahl? Und wenn du wissen willst, was es kann und wofür es eigentlich da ist und wo mein Einsatzgebiet ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Ross vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, das Essgeschirr. Ich habe das in vielen Ausstattungen und Ausführungen. Ich habe es in Original oder eben hier als Nachbau, den es übrigens billige Eigenwerbung auch bei mir im Shop gibt. Und als ich das erste Mal mit diesem Teil hier gearbeitet habe, war ich viel jünger, und zwar bei den Pfadfindern. Da haben wir, in St. Pölten haben wir gewohnt, und da gab es den sogenannten Bergscout, das Geschäft gibt es nicht mehr. Und dort bin ich mit meinem Vater und mit meiner Mutter hin, also, und da haben wir fürs Sommerlager ein Besteck gekauft. Und das eine war ein wirkliches Besteck, so vom österreichischen Bundesheer, gebraucht, und ein US-Teil. Ja, aber in Aluminium war das damals, nicht in Edelstahl, so wie das, das ich jetzt da bei mir habe, sondern ja, aus Aluminium. Gut, sei es drum, aber es geht gar nicht ums Material, sondern die Idee ist halt ganz einfach, wenn du ein Pfadfinderlager hast, im Campingbereich, da wird in einer Küche gekocht, improvisiert in einem Zelt, und wie das halt alles war, da sind wir ins Waldviertel gefahren übrigens, aber das ist jetzt egal, und da kriegst du halt, da hast halt deinen Napf und da kriegst du Spaghetti rein. Einmal habe ich Spaghetti mit so einer Tomatenfleischsoße, und da ist mir so schlecht geworden. Kann ich mir auch noch erinnern. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Und dann gibt es halt die zweite Möglichkeit, dass man da noch irgendwelche Beilagen dazu gibt. Also das ist im Endeffekt die Idee dahinter. Und du kannst das sehr schön ineinander legen. Ja. So. Wenn man es zusammenkriegt und keine Wurstelfinger hat, so wie ich. Zusammenklappen, hier gibt es dann noch einmal einen Bereich, und dann ist das Ganze im Endeffekt fix beisammen. Mit Zeit hat das hier bei mir nachgegeben. Ich kann mich noch genau erinnern, es war so ein grünes Gummiringerl, aber ein fettes. Ja, mit dem habe ich das fixiert gehabt. Ja. So schaut's aus. Also, weil ich auch immer wieder die Frage kriege, wofür ist das da? Also immer dann, wenn man wirklich auch auf Camping geht. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir gehen hier in den Wald und kochen uns einen Tee oder kochen uns eine Suppe, dann ist das hier nicht die richtige Variante. Da gibt es viel, viel Besseres. Oder wenn du, und natürlich auch das gibt es im Shop, ein Tactical Foodpack hast, ja, dann brauchst du so etwas nicht. Also wenn du MAEs hast, ja, wo du das heiße Wasser einfach dazu leerst oder wie auch immer das konkret ausschaut, dann brauchst du so etwas nicht. Also das ist wirklich Camping-Ausrüstung. Ja, gut, dass das alles bei mir im Shop gibt, gebe ich da unten den Link unterhalb von dem Video, das ist eh ganz klar. Ich habe schon mal mehrfach Bratwürste, kann ich mir auch erinnern, so Nürnberger, so ganz kleine, da drin mit so einem Gaskocher probiert, aber das war irgendwie ja, ein durchwachsenes Ergebnis. Und nicht, weil es nicht geht, ja, und auch am Lagerfeuer haben wir damit schon einmal Wasser gekocht, aber ich mag diese Teile wirklich sehr, sehr gern, aber das ist eher Campingausrüstung. Unverwüstlich, Edelstahl, super, wunderbar. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel fürs Bug-Out-Bag etwas suchst oder fürs Bushcraft oder für so Survival-Aspekte sozusagen, die ein bisschen primitiver sind, ohne viel Kochen und ohne viel Küche, dann würde ich was anderes nehmen, nämlich einen ganz normalen Topf, den es auch bei mir im Shop gibt natürlich. Und jetzt bist du dran. Was hältst du von diesem, ich glaube, US Army Mess Kit? Kann das stimmen? Wenn nicht, schreib mal unten einen Kommentar. Was hältst du davon? Was waren eigentlich deine ersten Kindheitserfahrungen oder sind deine ersten Erfahrungen mit ja, Campen und so weiter? Hast du auch jetzt dann Flashback, so wie ich gerade vorher mit Pfadfinder und so? Das wäre cool. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wieder Max, Link in meinen Shop findest auch. Abo dalassen, da geht's direkt zu diesem Teil hier. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao.